Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Drogerie-Haul. Wir waren diesen Monat bei Rossmann unseren Drogerie-Haul machen und es ist diesmal wirklich nicht viel mitgekommen, weil wir einfach so viel noch haben. Also es ist diese Tüte hier mitgekommen, die ist auch sauschwer und halt Sachen, die nicht in die Tüte gepasst haben. Ja, wie gesagt, wir brauchten nicht viel, also erwartet jetzt hier nicht den XXL-Haul oder irgendwie, dass irgendwas Besonderes hier drin ist. Ich hänge gerade an meiner Couch fest. Mit meiner Hose. So. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Ich habe nochmal zweimal Geschenkpapier mitgenommen. Ich hatte ja dreimal, glaube ich, bei DM welches mitgenommen. Nur ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ausreicht. Wir haben jetzt nicht viele Geschenke. Aber Playmobil und Lego und Marie kriegt von Gabys Dollhouse das große Häuschen. Das sind ja schon große Kartons und da wird bestimmt schon fast eine ganze Rolle drauf gehen. Deswegen habe ich nochmal zweimal Neues geholt. Einmal hier, das können auch Erwachsene im Notfall benutzen. Und im Notfall haben wir da schon mal Geschenkpapier fürs nächste Jahr. Und hier steht auch nochmal Merry Christmas. Genau. Zwei Stück, wie gesagt. Wenn die übrig bleiben, dann haben wir die für nächstes Jahr schon mal. Dann habe ich einmal Küchenrolle mitgenommen. Unsere ist fast leer, die wird dem Monat nicht reichen. Und die ist so süß, diese LE. Ja, die gibt es auch als Klopapier, aber wir haben leider genug. Das heißt leider, Klopapier sollte man immer zu Hause haben. Aber wir haben am Wochenende erst eine XXL-Packung beim Lidl mitgenommen. Deswegen, ja. Hier sind halt so süße Beeren drauf. Und ich finde sowas viel schöner als so eine langweilige weiße Zeberrolle oder Küchenrolle oder je nachdem. Genau. Dann haben wir zweimal Windelpants mitgenommen. Da gab es 15% drauf. Und der Verkäufer war voll lieb. Der hat uns an der Kasse 10% Rabatt gegeben für den Einkauf. Obwohl ich keine Rossmann-App habe oder sonst was. Ja, richtig lieb von ihm. Auf jeden Fall, ja. Windelpants, wir brauchen keine normalen Windeln, nur noch Windelpants, weil Marie mittlerweile aufs Klo geht. Nicht mehr aufs Töpfchen. Ich habe sie einmal gefragt, ob sie aufs Klo will. Natürlich mit so einem Aufsatz. Sonst würde sie ans Klo fallen. Und seitdem klappt das Klo gehen. Das mit dem Töpfchentraining war ja mal, ja, sie setzt sich mal drauf. Und seitdem geht sie von selbst aufs Klo. Aber deshalb Windelpants. Genau. Sich das da richtig eingegruft hat und sonst was. So, was haben wir mitgenommen? Servietten, genau, einmal mit Pinguin und einmal mit Eisbär. Die mit Eisbär hat Marie sich ausgesucht. Ich wollte die mit dem Pinguin, weil Jeromes Lieblingstier Pinguin sind. Genau. Servietten benutzen wir eigentlich fast täglich. Dann haben wir eine Packung Taschentücher mitgenommen. Ich glaube, wir hätten mehr mitnehmen sollen, denn wir haben noch eine als Reserve, aber wir haben eigentlich vier offene. Eine im Bad, eine im Wohnzimmer. Hier hinter mir steht die. Okay, steht sie gerade nicht. Hier. Hier steht eigentlich auch noch Desinfektionsmittel und Handcreme immer. Aber die liegt gerade noch auf dem Tisch, denn wir haben morgens. Wir haben erst 8:45 Uhr. Und ich dachte, ich mache den jetzt morgens, wo die Kinder in Kita, Schuh und Schule sind, bevor ich mich ans Arbeit mache. Genau. Deswegen dachte ich, mache ich den jetzt schnell, bevor ich es wieder abends im blöden Licht machen muss. Morgens ist jetzt auch kein blödes Licht, denn mein Deckenlicht ist gelb. Genau. Auf jeden Fall eine Packung Taschentücher. Ich glaube, wir hätten mehr mitnehmen sollen. So, Weichspüler habe ich zwei Pullen mitgenommen. Die finde ich eigentlich ganz gut. Die eine Marke auch von DM. Einmal Weichspüler Balsam steht jetzt hier nur drauf. Und einmal Frühlingsfrische. Genau. Riecht nicht so lange wie Vianell und Lenore noch, wenn es 2-3 Wochen im Schrank hängt. Aber ja. Dann habe ich einmal rote Haarfarbe mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es die ist, die ich letzte Mal hatte. Finde ich auch nicht schlimm. Rot ist rot. Genau, deswegen. Einmal dürfte die mit. So wird die andere. Die andere kommt noch. Wir haben Tee mitgenommen, dreimal. Hier sind jetzt gerade 2, 3.
Die zwei hatten wir schon, Winterbratapfel und Winterpunsch, richtig, richtig lecker. Die Kinder trinken ihn, wie gesagt, immer kalt und ich warm. Ist eine Limited Edition von Rossmann, der Eigenmarke. Und dann habe ich noch den gesehen, Zimtstern-Orange, Rooibos-Tee mit Zimtstern-Orangen-Geschmack. Ja, da haben wir jetzt auch wieder Tee genug. Dann einmal Bleistifte für den Leon, denn der verliert die ständig. Oh, und die Kerze, die riecht so, so gut. Boah, als würde ich wirklich an einem Glühweinstand stehen. So riecht die. Ey, richtig, richtig lecker. Mary Berry and Bright. Limited Edition natürlich. Und ich freue mich schon, wenn wir die anzünden. Die riecht wow. So. Dann habe ich noch Seife zweimal mitgenommen. Einmal Berry Love, die hatten wir schon. Riecht ganz gut. Deswegen habe ich sie auch nochmal gekauft. Und dann einmal Velvet Flower Limited Edition. Ja, zweimal. Dann habe ich einmal ein Raumspray mitgenommen. Ich würde mir wünschen, dass Rossmann auch immer eine Limited Edition hat. Zum Beispiel so wie DM. Wir haben ja momentan Apple Pie, glaube ich, heißt das. Und das riecht so gut. Und das würde ich mir halt auch von Rossmann wünschen, dass die einmal so ein Duftfans Limited Edition immer hätten. Naja, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall habe ich das hier mitgenommen, weil ich Zitrone und Mint nicht sehen kann als Duftspray mehr. Ich habe mir zu oft jahrelang. Dann habe ich Make-up mitgenommen. Es gab 10 oder 15% Rabatt. Genau deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Ich glaube, auf Seife gab es auch Rabatt. Ich weiß es jetzt gerade, aber nicht zu 100%. Ja, habe ich meine, wie immer, Catrice HD Liquid Converge Foundation mitgenommen. Genau. Ich habe noch eine Auffahrt, aber ich dachte, da 10% ist, dann muss ich die nächsten Monate oder übernächsten Monate nochmal kaufen. Dann habe ich zwei Radiergummis mitgenommen für Reserve. Die verliert der Leon auch sehr gerne. Und Batterien. Wir brauchen ganz dringend neue Batterien. Lichterkettenzeit, ne? Und Maries Creme. Wir hatten jetzt eine von DM. Ich kann euch die mal zeigen. Wir hatten die hier. Ready Protect Pflegelotion mit Panthenol, Mango Butter und Jojobaöl. Sensitiv und parfümfrei. Die bringt bei Marie absolut nichts. Marie hat neue Dermatitis. Wir haben sie jeden Abend damit eingecremt und ihre Haut wurde nicht besser. Es hat aber auch nichts verhindert, dass es nichts mehr kommt. Also die Haut hat weitergemacht wie immer. Leider ist die nicht so toll. Die wurde mir von ein paar empfohlen. Aber für uns ist die jetzt, wie gesagt, nichts. Deswegen haben wir wieder die hier geholt. Die hilft Marie wirklich, wirklich gut. Dafür, dass das vom Baby Dream einfach von der Rossmann-Marke ist. Also falls euer Kind oder ihr vielleicht sogar auch nur Dermatitis habt, probiert wirklich mal diese Creme aus. Die kostet 4-5 Euro ungefähr. Und die ist wirklich gut. Es gibt auch noch mal eine kleinere Verpackung. Aber wir holen die große. Und damit wird ihre Haut wirklich wunderschön, schön, glatt und alles drum und dran. Deswegen haben wir wieder zu der gegriffen, weil wie gesagt, die war nichts. Die machen wir jetzt trotzdem leer. Damit werde ich einfach den Leon eincremen oder Jerome, wenn er will. Und gut ist. So, dann habe ich drei Riegel mitgenommen, weil der ungefähr so aussieht. Der ist halt nur dicker und nicht so breit wie der von DM. Einmal so ein Power Bar Natural Energy Strawberry Canberry Riegel dreimal. Den esse ich zwischendurch mal so als Snack. Dann habe ich feuchtes Klopapier mitgenommen. Ich nehme immer Deluxe-Versionen. Ihr habt mich schon so oft gefragt, also warum es bei uns nicht reißt. Weil ich habe einmal gesagt, das reißt bei uns nicht. Wir nehmen immer die Deluxe-Versionen. Nehmen wir nicht die Deluxe-Versionen, dann reißen die auch die ganz normalen. Ja. Da habe ich jetzt dieses Dreierpack genommen mit Shea Butter, Duft, extra dickes Tuch, sanft und pflegend. Genau. Deswegen die einmal. Dann neue Biomülltüten.
Beutel, Tüten, je nachdem, wie man die benennen möchte. Dann für Marie ein neues Bad und man kann es als Dusche auch nehmen. Genau. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welches Baby, auch was für Babys ist, ohne richtig starken Duft nach Erdbeer oder sonst was, was ihr da fürs Bad nehmt, was aber auch schäumt. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Hier steht 2-1-1, Schaumbad und Cremedusche klein. Und ich hoffe, der macht wirklich Schaum, denn wir hatten schon ein paar, die haben absolut keinen Schaum gemacht und Kind natürlich traurig. Genau. Deswegen einmal das hier. Dann hier meine schwarze Haarfarbe. Dann nehme ich immer von Isana oder von DM die Marke für meine Spitzen. Genau. Ich lieb's. Wird auch wieder Zeit. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, man sieht hier. Man denkt, ich wäre kahl, aber das ist der Ansatz mit dabei. Ja, einmal Zahnpasta für Marie im Backup. Da habe ich mich jetzt wieder für die von Elmex entschieden. Wir hatten jetzt die Parma von Odomet. Aber dann habe ich gesehen, dass da auf einmal Testsieger draufsteht. Und dann habe ich mich für Elmex entschieden. Genau. Und für mich habe ich auch noch mal eine für den Dingens mitgenommen. Und ich dachte, ich wusste nicht, welche ich nehmen sollte. Und die hier hatte ich noch nie von Rossmann. Das weiß ich definitiv, dass ich die noch nie hatte. Und habe auch mitgenommen, weil da einfach Testsieger sehr gut drauf stand. Sowas überzeugt mich und ich kaufe es einfach. Also wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, gucke ich immer, ob da Testsieger draufsteht. So, das habe ich jetzt nicht geholt, weil Testsieger draufsteht. Das habe ich geholt, weil ich es immer hole, das wisst ihr. Mundspülung, es heißt Mundspülung, ich will immer Mundwasser sagen. Kaufe ich ständig eigentlich. Genau, ich habe keine Augenpads mehr. Ich musste schon beim Wocheneinkauf 2 Stück mitnehmen. Und deswegen, ich wollte eigentlich ein paar von Isana mitnehmen, aber die waren alle ausverkauft, bis auf diese Sorte. Die hatte ich aber auch schon und fand die ganz gut. Und da habe ich einmal meine Lieblings-Augenpads von Juti mitgenommen. Und ich habe mich schon wieder verschnupft an seit gestern. Wir haben heute übrigens Donnerstag. Genau. So, dann habe ich mir Nagellack von Essie mitgenommen. Die haben ja voll viele verschiedene Rottöne und ich habe keinen Rotton mehr und ich vermisse es. Den von Trended Up habe ich vor 1 oder 2 Jahren sogar mittlerweile leer gemacht. Und ich liebe es einfach so, rote Nägel mit Schwarz kombiniert. Das ist Making Me Happy, die 427. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Kannst du das fokussieren, wenn ich drauf drücke? Da. Fokussierst du das bitte, Kamera? Ne, er will das gerade nicht fokussieren, auf jeden Fall. Ja, fand ich den schön. Wird benutzt. So, dann ein Rasierschaum noch mitgenommen. Ja, ist eine Limited Edition Kasmir Vanille. Erstens, die Flasche fühlt sich voll schön an. Die sieht auch voll schön aus. Also, ja. Limited Edition. Und zum Schluss, ja. Alle meine Kinder kriegen immer 3 Geschenke. Und dann bekommen sie alle zusammen ein Geschenk. Und ich habe ein... Es wird meistens ein Gesellschaftsspiel. Und meistens ist es dann eher ein Gesellschaftsspiel für die Jungs anstatt für Marie. Und ich dachte, jetzt hole ich mal Halli und Galli. Marie kann schon bis 13 zählen. Ja, und vielleicht versteht die das. Wir haben das mit dem Clowns, aber das finden die Jungs doof. Ich finde es auch doof, dieses Junior. Ja, deswegen, es ist ja immer, glaube ich, Karte umdrehen, auf die Glocke hauen, Karte gewinnen. Das ist, glaube ich, immer, wenn 5 von einer Frucht gerade offen liegen. Genau, das wird sie schnell verstehen. Das habe ich schon im Kindergarten damals gespielt, also sie das auch mit ihrem fast 4 Jahren verstehen, wenn nicht, kriegt sie den Dreh raus. Genau. Fand ich eine tolle Idee. War auch runtergesetzt auf 9,99 €. Genau. Deswegen, das kriegen die dann zu dritt geschenkt als Gesellschaftsspiel. Ja,
Das war es auch schon. Ich habe gesagt, das ist kein Rieseneinkauf. Alles, was wir wirklich nur brauchen. Ich habe nur gesehen, dass ich mein Fixing-Spray vergessen habe, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Das hole ich dann einmal nach, wenn ich in der Stadt bin. Und noch ist da ja ein bisschen drin. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.